Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Puzzle. Und zwar wollen wir uns heute Big Money Deluxe anschauen. Ja, ist ein bisschen älter das Spielchen, deswegen gibt es auch nur einen Spielmodus quasi. Das Ganze natürlich mal wieder von PopCap Games. Und ja, es ist die Trail-Version, also sprich nicht die Vollversion, sondern nur die zum Ausprobieren. Allerdings muss ich mal schauen, ob es diese noch irgendwo gibt. Ich werde mal auch schauen bei PopCap.com und dann sehen wir mal weiter. So, aber genug gequatscht, würde ich sagen, in dem Sinne. Und dann würde ich sagen, lasst uns einmal ins Spielchen. Welcome to Big Money. So, und damit wollen wir das Spielchen auch starten. New Game, und hier sehen wir schon drei oder mehr als eine Gruppe, ganz normal. Ja, der Money Meter und Money Bag. Okay. Also kleine Geldsäckchen. So, wir gehen jetzt auf New Game. Get ready, go! So, und es ist quasi ein Klicker-Klacker-Puzzle. Und unten wird immer eine Reihe nachgeschoben an diesen schönen Münzen in verschiedenen Farben. Und hier haben wir auch schon den Money-Meter. Good job! Und wir müssen einfach nur die Gruppen wegklicken. Excellent. Und damit diesen Moneymeter füllen, damit wir dann diese Goldsäckchen bekommen, also die Money-Säckchen. Und diese müssen wir dann allerdings wiederum einsammeln, Level up. Um das Level zu schaffen. Yay! Go. Und damit sind wir schon im Level 2, es kommen immer mehr Farben hinzu. Es wird natürlich immer ein bisschen schneller. Excellent. Etc., was ich ein bisschen schade finde. Bei den neueren Klicker-Klackern ist es so, dass man diese Reihe quasi selbst auch ein bisschen hochschieben kann. Allerdings wird die auch immer schneller und sonstiert, so dass ja, man das irgendwann eh nicht mehr braucht. Also von daher ist nur in den ersten Leveln quasi, dass man sagt, naja, es wäre schön, wenn es ein bisschen schneller ginge. Aber egal. Level up. Wir sind schon Level 2 durch. Hat ja nicht allzu lange gedauert. Go! So, damit wären wir schon in Level 3 angelangt. Wir haben schon wieder den ersten Sack einkassiert. Ja, ja. Ich bin ja auch so ein alter Sack hier. So, und das meine ich jetzt hier so ein bisschen schneller, wäre manchmal schön. Aber na gut, dann müssen wir uns ein bisschen Geduld üben, bis die Reihe halt nachrutscht. Ja, und jetzt haben wir quasi so eine Art kleinen Bonus bekommen hier, dieses schöne drehende Dollarzeichen. Allerdings müssen wir das auch erstmal lösen, bevor es eingetauscht wird. Und zwar genau jetzt. Yay! Bonus. Und damit hätten wir dann schon zwei Säckchen einkassiert von drei, die wir diesmal brauchen. Und dann schauen wir mal, da kommt rot hoch und zack, haben wir nochmal Säckchen 3. Yay! Go! Good job! Wobei natürlich bei diesem ganzen Geklicker und Geklacker muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man sich nicht die ganze Sache so zerreißt, dass man lauter Einzelmünzen dann irgendwann rumfliegen hat. Weil dann hat man ein Problem, dass sich genau diese schönen Türmchen bilden, die man dann wiederum abbauen muss. Weil wir dürfen natürlich oben nicht an die Kante stoßen und der Tresor ist dann überfüllt und platzt vor Geld oder so. Und dann ist es leider Game Over. Aber da werden wir wahrscheinlich auch noch hinkommen. Schneller als gedacht, denke ich mal. Bonus.
So, Lille. Oh, mein Pferd hat sich mal wieder selbst geraucht. Das ist auch was Feines. Aber in der Zeit können ja die Reihen mal ein bisschen nachrutschen. Lalala, dadurch können man nämlich wieder größere Gruppen bilden. Allerdings sollte man sich dabei auch nicht zu viel Zeit lassen, weil wir sehen ja, langsam wird es doch ein bisschen voll. So, Lille. Und dann ein bisschen klicki-klacki und dann sollte das zacki-zacki auch ein bisschen kürzer und kleiner werden hier wieder. Level up! Level up! Yay! Haben wir schon geschafft? Juhu! Go! So, übrigens spiele ich das Ganze momentan im Fenstermodus, weil ich es gar nicht anders einfangen kann. Es ist ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Man kann das allerdings auch im Vollbild spielen, das ist kein Problem. Geht sogar 16:9 dann im Vollbild. Allerdings, ich habe es auch mit Fraps mal versucht einzufangen, diese kleinen alten Spiele. Aber selbst da keine Chance. Also da kommt nur 4:3 wirklich bei raus. Ich weiß nicht, wie die neueren Soundkarten, sag ich schon, Grafikkarten das machen, dass sie das auf 16:9 trotzdem hochskalieren. Aber wenn man es dann aufnimmt, ist es dann doch nur 4:3. Frag mich nicht. Ich habe keine Plane von diesen Dingen. Nein. An sich schon, aber ich weiß nicht. Das wird irgendwie anders abgegriffen. Ist ja nicht der Output, der abgegriffen wird, sondern irgendwie... ja, weiß ich nicht. So. Man könnte das Ganze natürlich auch über... ja, Monitoraufnahme machen, aber das macht's noch schlimmer, also sagen wir mal so, rein aus meiner Erfahrung mäßig, das ist Müll, das würde ich keinem empfehlen, weil dann wird das Bild noch kaputter gemacht, also das ist dann nicht so schön. So, jetzt sollten wir hier langsam mal hier zu irgendwas kommen. Jawoll! Und wir haben das Level auch geschafft. So, einmal umgesetzt und weiter geht's. Go! Also, falls euch jetzt auch wundert, dass das Spiel wieder 4:3 ist, wie manche andere Spiele zuvor auch, ja, sie sind nun mal halt ein bisschen älter. Und laufen auf, glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, nicht mal DirectX 7 oder sowas. Vielleicht, ja, Windows XP-Zeit, so ungefähr. Kann man sich das vorstellen. Ist mit den neuen Capturen alles nicht möglich. Großartig, also, weiß ich nicht. Oha. Da muss doch was gehen. Da geht doch irgendwo was, hoffe ich doch. Hallo, das... was dann wohl? 3, 2, 1. Bumm. Und das meinte Game ich. Game over. Irgendwann gehen wir A auf. New Game over. Ja. Und wenn wir uns das Spielchen jetzt kaufen täten, könnten wir uns auch eintragen in diesen schönen Highscore. Und haben 6.665 Punkte gemacht. Damit wären wir ungefähr auf Platz. Keine Ahnung. Eins? Ich glaube schon, ne? Ja, ist doch schön. So. Aber wir spielen noch mal ein Rundchen. Mal gucken, ob wir es noch mal toppen können. Die 6000, also in der Testrunde, hatte ich geschafft. Allerdings war das im Vollbild auch. Mal schauen, ob wir es auch diesmal so hinkriegen. Na komm, tuki. Ein bisschen schneller wäre schön. Lalalalalalala. Bonus. Level up. Jawoll. So. Und schneller Propeller. Ich hab doch schon geklickt. Eigentlich gehabt. So. Dann wollen wir uns mal ein bisschen mehr anstrengen und dann schauen wir mal, ob wir es nicht doch irgendwie nochmal getoppt kriegen. So, da halten wir den ersten Sack mal wieder. Und dann schauen wir mal, hoppidi hopp.
Bonus. Hey. Ja, jetzt fehlt uns ein bisschen hier was, ne? Würde ich mal sagen. Na, und da stapelt sich eine Reihe unterm Sack. Das ist nicht so toll. Okay, da kriegen wir noch 9 dazu. Das ist super. Sodele. Dann schauen wir mal. Die rote Reihe gefällt mir nicht. Ja, genau. Schieb mal blau da drunter und dann haben wir auch schon den zweiten Lucky Shot. Heil die Witzka. So. Go! Excellent! Ja, und jetzt haben wir endlich mal eine größere Gruppe geschafft, aufzulösen und mal einen Excellent hingekriegt. Das ist schön. Yep. Okay, es ist jetzt eigentlich nicht so prickelnd, wie ich es erhofft habe, aber na gut. Na, das ist ja schön sortiert hier. Grrr. Könnte auch eine Great Sortierungsanlage sein, ne? Also ja, das wäre auch mal was. So, tralalala, da kommt eine rote Reihe hoch, die uns nicht wirklich viel nützt. So, da ist endlich mal wieder ein Säckchen. Säckchen in sich! Yay! So, allerdings ist das auch schon wieder so awesome bekloppt da oben. Okay, jetzt hoffen wir, wir kriegen es mal ein bisschen runtergehoben hier. So, wir brauchen 3, wir haben schon 2, das ist sehr gut. Oha, da hinten rechts, da bahnt sich ein bisschen was an. Ich hoffe nicht, dass wir gleich Game Over gehen oder so. Das wäre jetzt sehr schade. Excellent, jawohl, da ist der nächste Sack. Ja, das ist alles schön und gut, aber irgendwie nicht so wirklich. Ja, okay, da haben wir was. Da können wir ein bisschen was lösen. Auf der anderen Seite sieht es auch nicht viel besser aus. Das war aber ein bisschen knapp. Und hat ganz schön gedauert, muss ich mal sagen. 4 Minuten, meine Güte. Go! Excellent! So. So, up. Und du auch weg. Ja. Bin ja auch nicht so der Action Speed-Fanatiker, ne? Also, was solche Spiele hier überhaupt angeht. Na? So, da hätten wir den ersten. Der zweite sollte auch nicht allzu lange auf sie warten lassen, hoffe ich doch. Na? Oh, das ist ja auch wieder eine schöne bunte Mischung hier. Das gefällt mir gar nicht. Sehr gut. Nimm da mal ein bisschen Müll raus. Dann sieht das doch schon wesentlich besser aus. So. Ja, wir sind erst bei den 4000. Also da muss noch ein bisschen was geschehen. Bonus. Damit wir dann hier auch wirklich uns überbieten können. Aber na gut. Kann natürlich auch nicht immer klappen. Ist halt auch ein bisschen Glückssache, sage ich mal dazu. Ne? Also. Viele sagen ja auch, man muss alles voraussehen bei einem Puzzle. Das sage ich allerdings nicht. Weil wir können ja auch nicht beeinflussen, was da unten hochkommt oder go. Wie auch immer. Ist ja bei vielen Puzzlen nicht so unbedingt so, dass man das absolut voraussehen kann.
Uiuiui, jetzt sind wir auch mal hier ein bisschen in Fahrt, würde ich sagen. Und schon sau ist die Maus. Boah, jetzt kommt da voll der Ranz hoch. So. Und. Boah. Ich guck weg. Yes. Das ist ne. Vor allem, wir steigen gerade überall extrem hoch. Und wir sind auch jetzt, glaube ich, schon in derselben Level wie vorhin. So, jetzt müssten wir noch die Reihe da irgendwie tilgen. Irgendwie, ne? Wie gesagt. Das ist dann auch nicht so einfach. Hallo, die eine Reihe da bitte irgendwie. Danke, ja. Das ist doch schön. So. Good job. Jetzt haben wir das erstmal hier hinter uns. Aber wer Geld haben will, der muss sich auch ein bisschen anstrengen, ne? Ist ja überall so. Waren die ja auch so, ne? Tralalalala. Schudele. Wie ich so schön immer sage, es kommt ja nichts von nichts. Also, ne? Lalalalalala, Hallöchen, Puppchen, mach mal hinne. Na, jetzt fehlt uns das Blaue da, was? Level up. Jawoll. So, Lille, jetzt haben wir uns schon ein wenig gefunden. Aber wir werden natürlich jetzt bis zum Ende und zum Vergasen hier schnell noch durchackern. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von The Big Money soweit. Aber wir sind ja noch gespannt, wie weit ich es hier denn jetzt noch schaffen werde. Mich nochmal zu steigern, wäre schön, wenn ich die 9000 mal schaffen würde. Dann müsste. So, tralala, lernalo. Ja, es geht doch langsam hier voran. Naja, aber sehr langsam. Oha. Jetzt müssen wir auf der Seite wieder ein bisschen agieren. Und das Ganze hier tilgen. So, damit haben wir den ersten Sack endlich hier. Das wäre der zweite gewesen. Und jetzt hoffen wir mal, die kriegen den dritten auch noch hin. Dann hätten wir es doch schon so gut wie geschafft. Oh, jawoll. Hurtig, hurtig. Meine Lieben. Südle. Big Money. Wow, das war gut. Dann nehmen wir noch das Blau da raus, dann kommen wir vielleicht hier noch ein bisschen mehr Kohle zusammen. Sehr schön. Allerdings wird schon wieder so ein bisschen eng hier. Jawoll! Und wir haben schon die 10.000 geschafft. Da hätten wir auch den ersten Platz, soweit ich gesehen habe, in der Highscore. In dem Sinne geschafft. Ist doch toll. Und ihr merkt schon, es wird immer ein bisschen schneller, anstrengender und so weiter. Deswegen bin ich auch so ein bisschen arg ruhiger. Weil wir wollen ja doch ein bisschen was schaffen hier, ne? Und nicht nur rumbrabbeln. In dem Sinne, klar, ist ja auch ein bisschen immer anstrengend, ne? Manchmal, wenn man dann doch so ein bisschen konzentriert, die ganze Zeit brabbeln zu können. Ja. Uiuiui. Uiuiuiuiuiuiuiui. So, ja, das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Aber ihr merkt schon, ich muss hier extrem schnell sein, in dem Sinne. Weil mittlerweile wächst das Ganze hier ganz schön an.
dass man doch hinterher sein muss. Und das Ganze so schnell abbauen muss, dass man hinterher kommt. Von daher sind eher größere Kombinationen jetzt nicht mehr so extrem. Hallöchen! Komm runter da! Da oben hast du nichts zu suchen. Ja. So. Excellent. Das war gut. Level up. Hui, wir haben es geschafft, 4 Säckchen zu kassieren. Heieieiei. Go. So. Mal schauen, wie weit das noch schaffen werden. Excellent. Aber jetzt müssen wir auch nochmal 4 Säckchen nehmen können. Boah, das ist dann doch ein bisschen arg schwer. Aber wir werden uns natürlich anstrengen und hoffen, dass wir doch irgendwie vielleicht doch noch durch die Level kommen. Ansonsten, wie gesagt, war es das dann erstmal. Ich danke euch definitiv für euer Interesse, fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch auch ein wenig Spaß gemacht. Ja, und vielleicht gefällt ja auch dem einen oder anderen das Spielchen so gut, dass er sagt, hey, der Klicker-Klacker gefällt mir richtig dolle, das hätte ich doch gern. Ja, ich hoffe doch, dass wir da noch einen Link finden werden, oder so. Vielleicht haben wir auch Glück und das Spiel gibt sogar gratis mittlerweile. Also das habe ich auch schon bei Bockkopf gesehen, dass die ab und zu mal so ältere Spielchen auch einfach mal gratis rausschmeißen. Boah. Ist doch auch eine tolle Sache. Finde ich zumindest. Uiuiui. Na? Ging man noch schneller hin? Good job. Ja, jetzt müssen wir den Sack da runterholen. So, einer fehlt uns noch. Einer fehlt uns. Yay. Und dann hätten wir die Level sogar auch noch geschafft. Ist ja ein Hammer. Sag ja, ein bisschen anstrengend, dann klappt es auch mit den Nachbarn oder so, ne? Oder wie war das? Ja, ja. Allerdings kommen wir da hinten ganz schön hoch. Aber wir haben es geschafft. Yay, 17.000. Uiuiuiui. Ja, das geht ganz schön voran hier jetzt mittlerweile. Das meinte ich, dass der Balken da unten immer schneller geht. Und dann, ja, wird das Ganze auch ein bisschen anstrengender und vor allem schneller halt, ne? Und dementsprechend muss man immer schneller klicken, agieren und so weiter. Das ist dann doch ein bisschen... awesome. Sehr schön, sehr schön. So. Na? Machst du mit? Wäre super. So, da müssen wir mal runterkommen. Das sieht gar nicht gut aus. So, und jetzt haben wir uns darum gekümmert. Jetzt gehen wir hier in die Höhe. Das könnte jetzt doch mal wirklich das Ende werden. So wie es mir ausschaut. Außer wir machen mal jetzt mal so ein bisschen Crazy Mode. Hallo, ich habe doch geklickt wie ein Irrer. Excellent. Ja, das meine ich doch hier. Bonus. Ja, also. Ha, ich kann doch noch ein bisschen klickern hier, du. Aber man muss auch treffen, ne? Das ist dann eben das Problem bei den schnell geklickert quasi, dass man teilweise gar nicht mehr trifft, was man da eigentlich anpeilt. Und die Reihe da oben gefällt mir überhaupt nicht. So, weg mit dich, du da und du da und da kommt auch gleich wieder was. Aber es ist. Wir haben es mal geschafft, nicht kaputt zu gehen. Das ist auch selten.
Hammer. Und wir brauchen immer mehr Münzen, um dieses Barometer aufzufüllen. Aber das sieht nicht allzu gut mehr aus. Nein, ich will nicht. Ja, wenn hier jetzt auch mal irgendwas in der Richtung ist, dass wir da drüben rüber hätten. So, jetzt geht's so langsam hier wieder. Huiuiuiui. Speed-Bonus. Ja, weil wir kicken können wie ein Vollaffe oder so. Ein bisschen sehr arg geklickert. Also hier hofft man nur noch, dass es irgendwie was funktioniert. Ja, die Mitte bitte. Das wäre awesome. Wenn da noch irgendwie, irgendwann, irgendwo ein Schloss aus Sand und so, ne? Tralala, Hallöchen, Hallöchen. Nein, 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 ich bin noch dabei. Hilfe, Mami! Triff doch mal was. Game over. Okay. Aber was für einer, sag ich euch. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren. Und vielleicht schafft ihr es ja auch, diesen kleinen Highscore hier, den ich doch zu Tage gelegt habe, einfach zu überbieten, ne? Also denn, danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. See you!